Wir versuchen stark auf regionale Produkte zu setzen. Zum Beispiel haben wir, ich weiß nicht, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, wir machen Bierbrot mit einem Bier aus der Brauerei in Ammerndorf und versuchen immer regionale Produkte zu kaufen. Normales, herkömmliches Mehl sowieso haben wir aus Ammerndorf, aus Schlauersbach in Ansbacher Landkreis und manchmal auch da vom Winkler in Gustenfelden. Biomehle, da sind wir am, weil wir machen ja auch Bioprodukte, da sind wir an den Naturlandverband angeschlossen. Da hatten wir ein großes Applaus. Also gibt es dreierlei. Das erste ist, ich lasse mir was einfallen, wenn mir nichts mehr einfällt. Zum Glück habe ich jetzt die Katharina, dann fällt der was ein. Oder manchmal kommen auch die Kunden mit so Wünsche. Ja? Aber irgendwann fällt immer was ein. Dann das ist auch eine Spezialität. Baumkuchen gibt es auch nicht mehr oft heutzutage. War eigentlich mal die, ist eigentlich immer nur das Wahrzeichen der Konditoren. Viele machen es nicht mehr, weil es halt sehr aufwendig ist. Wird Schicht um Schicht auf Schicht backen. Auch so ein kleiner, in Anführungszeichen, Baumkuchen backt eine Viertelstunde locker. Ohne Vorbereitung, ohne Teig machen. Es sind ungefähr 20, gute 20 Schichten drauf. Jeder Tauch braucht so seit 3 Minuten. Und es ist schon ein relativer Aufwand heutzutage. Zwei Auszubildende, da ist der eine, hat erst angefangen als Bäcker, der andere ist in der Konditorei außen. Also erst gearbeitet, dann nach der Eltern gesagt, habe ich gefragt, ob ich eine Bäckerlehre machen darf. Und ja, dann habe ich meinen Bäckermeister nach der Lehre das Jahr noch gemacht. Jetzt bin ich Deutschlandmeisterin. Und dann zusammenfalten. Gut aufpasst. Überklappen? So? Ja. Dann da nochmal reindrücken, genau. Sehr gut. Dann kann ich anfangen, ja? Ja. Aber da wäre auch so ein Ding. Honig können wir regional beziehen zum Beispiel. Auch weitergeben beim Koch, dass ihr eingeschlagener Weg auch der richtige ist, okay. Dass sie damit auch nachhaltig selbst da wirtschaften können, dass es gut funktioniert. Denn sowas, so ein Schmuckstück, muss erhalten bleiben.